Aus welchen zwei Stoffen besteht die Sonne hauptsächlich? Ah, boah. Auf jeden Fall mal Sauerstoff vielleicht. Der Hauptbestandteil ist nicht Sauerstoff, auch nicht Magma, okay, sondern es sind zwei chemische Elemente. Chemische Elemente, okay. Also es kommt auf jeden Fall im Periodensystem vor. Genau, sie sind beide ganz oben. Ah, dann das erste ist ja H, Wasserstoff, glaube ich. Und ganz oben, was war da noch? Na, das zweite wüsste ich jetzt nicht. Okay, ist nicht tragisch, ist auch eine etwas kniffligere Frage. Okay. Aber ja, Wasserstoff war schon mal richtig. Ja. Also war links oben und rechts oben ist Helium mit HE. Helium, ja. Okay, sehr cool, wow. Wie hoch ist die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen? Ne, es gibt keine. Also du kannst so schnell fahren, wie du willst. Die Richtgeschwindigkeit ist nicht die Höchstgeschwindigkeit. Also die Richtgeschwindigkeit, okay. Die Richtgeschwindigkeit ist die gesetzlich angeratene Geschwindigkeit. Okay. Und wenn man diese Geschwindigkeit überschreitet und einen Unfall baut, dann kann durchaus die Versicherung aussteigen. Okay. Also ich würde jetzt einmal raten, vielleicht bis zu 150 km/h oder so. Nein, ist leider falsch. Okay. Es ist tatsächlich genau wie in Österreich, 130 km/h. 130, okay, wow. Wer sang 1962 Happy Birthday, Mr. President für John F. Kennedy? Ich rate mal sicher bekannt vielleicht die Beatles oder Paul McCartney oder so, aber... Nein, gar nicht. Ist es ein Sänger oder ist es eine Band? Es ist eine Sängerin. Eine Sängerin? Entschuldigung, es ist keine Sängerin eigentlich. Es ist meines Wissens eine Schauspielerin. Schauspielerin, boah. Aber ist jetzt nicht Marilyn Monroe, oder? Schon? Doch, tatsächlich, ja. Wow. Wie hieß New York vor der Eroberung der Briten im Jahr 1664? 1664, okay. Also heißt doch Big Apple. Ich weiß nicht, ob es damals schon Big Apple so genannt haben. Na, das glaube ich nicht. Also kann ich mir fast nicht vorstellen. Also New kommt auch vor. Also es ist New. Vielleicht New England oder so? Na, es war ja vor der Eroberung durch die Engländer. Ah ja, stimmt. Genau, die Briten sind dann erst danach gekommen. Boah, na, würde mir jetzt nicht einfallen. Also. Okay, nicht tragisch. Es wäre tatsächlich New Amsterdam gewesen. New Amsterdam, okay, ja. Aber davon habe ich sicher schon mal gehört, ja. Nenne eine der zwei Giftschlangen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz heimisch sind. Die Kreuzotter. Das ist eine giftige Schlange. Ganz genau so ist es, ja. Ja. Kreuzotter ist vollkommen richtig. Und die zweite, weißt du, hast du vielleicht auch schon mal gehört? Also die Königsgrube ist es, weiß ich sicher nicht. Na, Gott sei Dank nicht. boah, die Hornotter vielleicht noch? Ich weiß nicht, gibt es die überhaupt? Das muss man fast gelten lassen, es wäre die Hornviper. Hornviper, ah, okay, okay.